Hallo meine Süßen, heute seht ihr mich mal nicht ganz, sondern ihr seht hier nur diesen Tisch. Das ist mein Do-it-yourself-Tisch, so gesagt. Also immer wenn ich jetzt was selber mache, werde ich hier sitzen. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse gehen so. Auf jeden Fall machen wir heute zusammen Creme-Lidschatten. Habe ich ja euch schon mal meinen eigenen gezeigt hier. Diesen hier. Den habe ich ja selber gemacht. So sieht der geswatcht aus. Könnt ihr das erkennen? Hier. Und wir machen nicht den jetzt, sondern wir machen einen anderen selber. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr braucht. Also ihr braucht auf jeden Fall so ein Döschen. Die gibt es entweder einzeln bei Müller für um die 40, 50 Cent. Oder ihr könnt euch dieses Set hier von DM holen. Da habt ihr drei Flaschen und drei von diesem Pfännchen. Und was hier sehr, sehr gut ist, ist, dass ihr noch so Spatel habt. Die sind sehr, sehr praktisch, diese Spatel. Und das Set kostet, glaube ich, um die 2 Euro. Und ja, aber wenn ihr, wie gesagt, schon einen Spatel zu Hause habt oder einfach einen Pinsel oder so, dann könnt ihr auch einzeln die, wie gesagt, im Müller kaufen. Wie gesagt, wir machen heute Creme-Lidschatten. Der ist auch übrigens so wischfest. Und dafür brauchen wir, wie gesagt, dieses Döschen, dann eine Eyeshadow Base, eine flüssige, wenn es geht, weil es ist einfach einfacher damit. Ich habe jetzt so eine durchsichtige von Essence, mit der geht es wunderbar, diese Color Arts Eye Base und ja, ihr könnt aber auch schon so eine getönte nehmen. Also die brauchen wir. Dann brauchen wir Make-up. Da nehme ich heute ein mattes Make-up, weil ich einen matten Creme-Lidschatten heute mit euch machen möchte. Und das war's eigentlich. Also ihr braucht Eyeshadow Base, Foundation und natürlich euren Lidschatten eurer Wahl. Also ihr könnt Pigmente auch nehmen, ihr könnt aber auch Lidschatten nehmen, also wie ihr das möchtet. Und könnt euch da, wie gesagt, jede Farbe aussuchen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel welche, die ich jetzt nicht mehr verwende irgendwie, also die schon etwas älter sind, die ich jetzt solo einfach nicht so gerne trage. Da habe ich jetzt diesen oder hier einen von Elf habe ich noch. Aber das heißt jetzt nicht, dass ihr den danach nicht mehr verwenden könnt. Ihr könnt danach den Lidschatten auch noch verwenden. Also könnt ihr auch welche nehmen, die euch gefallen, die jetzt nicht unbedingt ihr nicht mehr verwendet. Aber wie gesagt, wir machen heute einen matten. Und da nehme ich jetzt als erstes einfach ja, den Lidschatten, so gesagt, den wir jetzt benötigen. Ich möchte mir heute so den Taupe von Manhattan hier nachmachen. Deswegen nehme ich einen matten, so schon taupe-braunfarbigen. Dann nehme ich so ein bisschen von einem dunkleren Grau. Da ist zwar Schimmer drin, aber davon nehmen wir nur ein bisschen. Und auch nochmal so ein Braun. Und dann fange ich eigentlich an, so gesagt, mit dem Spatel so ein bisschen was von dem Lidschatten einfach so abzubröckeln. Also ich reibe hier so. So, also jetzt haben wir hier so ein bisschen Lidschatten drin. Der sieht jetzt dann halt so aus, also nicht mehr allzu schön, aber ihr könnt ihn wie gesagt auf jeden Fall immer noch verwenden. Und da kratze ich jetzt einfach ziemlich viel ab, weil das so gesagt die Grundfarbe von allem sein soll. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly Aber ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen. Ihr müsst es auf jeden Fall nicht vollfüllen. Also ihr könnt da immer wieder Lidschatten reintun und dann auch swatchen. Also so viel habe ich jetzt von den Taupefarbenen reingetan. Dann nehme ich einfach, um das Ganze so ein bisschen zu verdunkeln, noch ein bisschen grauer zu machen, dieses Grau. Und reibe es auch wieder so ab. Once my legs won't let me stand. I scratched on. Also da könnt ihr wirklich machen, was ihr wollt. Da könnt ihr euer fantasiefreien Lauf lassen. Ihr könnt auch einen rötlichen Creme-Lidschatten machen. Ihr könnt, wie gesagt, den Champagnerton machen mit Lidschatten. Also da könnt ihr euch echt sowas von austoben. Und das macht halt einfach Spaß, dass ihr so gesagt eure Farbe, die ihr gerade jetzt nicht zu Hause habt, wie ich zum Beispiel so ein mattes Taupe, könnt ihr da euch einfach selber machen und da müsst ihr euch nicht für 6, 7 Euro den von Manhattan oder Maybelline oder genau Maybelline Color Tattoo heißen die kaufen. Genauso. Ich nehme jetzt mal nur so ein bisschen und dann gebt ihr eigentlich diese Eyeshadow Base rein. Also nimmt da erstmal nicht zu viel. Also ich nehme da jetzt erstmal so ein bisschen was. So zwei kleine Würste. So. Und dann gebe ich auch noch ein bisschen Foundation rein. Es ist einfach, dass das Ganze noch ein bisschen besser deckt. Da gebe ich aber auch erstmal nicht so viel rein. Da braucht ihr auch nicht so viel. Also so viel ungefähr. Und dann nehme ich eigentlich den Spatel und mixe das Ganze. Dann stellt ihr bald fest, ob das jetzt noch zu pudrig ist oder schon flüssig genug.
go numb, but my skin never bleeds. Ich sehe jetzt zum Beispiel, dass da noch ein bisschen was reingehört. Dann nehme ich noch mal ein bisschen von dem von der Eyeshadow Base. Die ist natürlich dann dafür da, dass, so gesagt, euer Lidschatten auch wirklich hält. Und wieder mixen. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never let. Jetzt habt ihr hier die Endmasse, so gesagt. Und dann könnt ihr schon mal euch so ein bisschen was von dem drauf machen und, so gesagt, swatchen. So. Und dann könnt ihr das, so gesagt, so swatchen, dann könnt ihr gucken, ob das jetzt euch gefällt oder nicht. Ja, und ich finde es eigentlich so ganz gut. Ihr könnt jetzt auch, wie ihr seht, zum Beispiel, mir ist der jetzt so, sogar so ein Ticken zu dunkel. Dann nehme ich jetzt einfach einen matten Weißton und mache das Ganze noch ein bisschen heller. So, ich habe jetzt in meinen Creme-Lidschatten noch ein bisschen mehr von diesem Beige reingetan, weil ich dann doch auch gesehen habe, dass, ja, als ich das Beige da reingemischt habe, dass es irgendwie dunkler war als vorher. Also ich habe noch ein bisschen was von dem Beige, ein bisschen was von dieser Taubfarbe reingetan und ja, das ist jetzt das Endergebnis. So sieht er jetzt aus. Und ich habe ihn jetzt auch schon auf den Augen aufgetragen. Ja, einfach auf dem beweglichen Lid. Ging eigentlich super schnell und habe in der Lidfalte einfach noch ein bisschen mit braun und so einem rötlichen Ton, mit so einem matten, eben ja, die Lidfalte so ein bisschen betont. Und ja, das war es jetzt eigentlich von meinem Creme-Lidschatten selber machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr macht es vielleicht nach. Würde mich auch über Videoantworten freuen, wenn ihr die unten posten würdet. Ja, und sonst kommt morgen noch der Eyeliner, also die G.I. Joe, Ja, und morgen kommt dann der Do-It-Yourself Gel Eyeliner, den ich heute übrigens auch auf dem Auge trage, meinen selbstgemachten Eyeliner. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr das sehen wollt, dann klickt einfach auch mal unten auf Abonnieren. Wenn ihr, weil jetzt mehr Do-It-Yourselfs kommen. Ja, und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns morgen. Tschüss!